Hallo meine Pokéfreunde und Pokénatten, willkommen zurück zu Pokémon Rüstung! Ganz kurz ein bisschen was zum Anfang zu erklären, bevor wir zu Meister Maastricht gehen. Und zwar habe ich vorhin ein bisschen offscreen gespielt. An diesen Bäumen hier, by the way, hier ist ein Dick, da sehe ich gerade, lol. Dick da! So, zack. Auf jeden Fall auf diesen Bäumen, oh, lol, hier ist noch eins, ist das denn ernst? Jetzt macht mein Intro noch kaputt. Da, ding! Auf jeden Fall, an diesen Bäumen habe ich ein bisschen überall an dieser Insel rumgesucht, denn an diesen Bäumen kann man ein paar Galanüsse finden, so Zweige von Galanüssen. Und die sind sehr wichtig für unsere Entwicklung. Und ich sehe einfach gerade noch einen. Lol. Da, da. Ich habe auch gemerkt, dass man mit dem Fahrrad einfach so überall A-spammen kann, dann findet man die easy. Leider ist mir das auch offscreen passiert. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Hier unter anderem. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Aber wie man hier sehen kann, habe ich da aus Versehen einen Dick da erweckt, ohne es zu wissen. Dick, Dick da! So, mehr brauchen wir nicht sehen. Was ich außerdem gemacht habe, gefunden habe, hier gab es ganz viele Riesenpilze und Minipilze zu finden. Aber ich habe hier einen süßen Apfel gefunden. Ich habe hier wirklich einen süßen Apfel gefunden. Und ihr wisst, weil ihr die letzte Folge gesehen habt, mit dem süßen Apfel können wir Knapfel zu Schlapfel entwickeln. Also, habe ich das getan. So, außerdem habe ich hier ein weiteres Dick da. Dick da! So, und hier noch ein weiteres. Dick da, Dick da! Jo. Mehr wollte ich nicht zeigen. Ich hoffe, es war jetzt nicht so laut. Auf jeden Fall, das war's, was ich euch zeigen wollte. Das ist unser Team momentan. Wie gesagt, ich habe ein neues Knapfel gefangen, das entwickelt. Und das ist jetzt unser neues Teammitglied, so gesehen. Ja, da haben ein bisschen Level-Ups bekommen, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich es euch kurz zeigen. Keine Ahnung, warum die Dünnerpilze so als Item da sind. Waren die denn jetzt? Also hier? Ja, hier müssen die gewesen sein. Ja, ich habe ein paar neue Items gesammelt, aber das ist ja auch egal. Hier, wir haben genau 8 Galanus-Zweige. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euer Fleckmon zu Galalamus entwickeln könnt. Oder Galafleckmon. Hier, das Ding hier, zu Galalamus. Dafür müssen wir ein bisschen schwimmen. Ich würde auch sagen, wir gucken uns gleich das Violet dafür sogar noch an. Jetzt, wo wir gerade hier im Wasser sind. Hier ist nämlich das Fitnessmeer. Das gucken wir uns nur kurz ein bisschen an. Es gibt nämlich 3 Meere in diesem Gebiet. Das ist das erste. Und hier sind ein paar Items. Eine Esprit-Feder und eine Flink-Feder. Die sind jetzt für uns persönlich nicht wichtig. Auf jeden Fall, wo wir hin müssen, ist auf diese Insel. Das ist das Einzige, was uns eigentlich interessiert, wenn wir unser Pokémon entwickeln wollen. Da schwimmen wir kurz hin. Da war, glaube ich, ein Mantax oder so. Keine Ahnung. So, diese Insel ist sehr besonders. Ich gucke kurz, gibt es ein paar Diktas? Ja, da ist ein Dikta. Lol. Ding, ding! Okay. Lol? Lol? Hier kann man Rot umfangen, das wusste ich nicht. Ey, das wusste ich gar nicht. Hier kann man wirklich Rot umfangen? Okay, das weiß, wusste ich als auch nicht. Jetzt wisst ihr das aber auf jeden Fall auch. Fuck, ich hab Intellion vorne, der ist Typ Pflanze. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch, denn er ist Level 60, aber ich habe ihn gefangen. Nice. Also ich kann auf jeden Fall, jetzt wo ich es auch weiß, Rotom fangen. Cool. Weiß nicht, ob man das mehrmals fangen kann, aber auf jeden Fall kann man es hier fangen. Pony wird sich gleich entwickeln, sehe ich gerade. Giftbro 160 und diese Knospenbar Level Ups oben. Wird sich heute auch noch entwickeln, Leute. Ja, ist okay. Ja, ist okay, PC-Box, ist okay. So, aber was ich euch zeigen wollte, ist diese wundertolle, schöne Lady. Wusstest du, dass man Galanus-Zweige zu einem hübschen Armreif flechten kann? Wenn du mir 8 Galanus-Zweige bringst, flechte ich dir daraus einen Galanus-Reif. Und den wollen wir. Juhu, gib mir einen Moment. Hier ein Zweig, da ein Zweig und einmal rum und dann wieder durch. Hier, bitteschön, extra für dich, frisch geflochten.
ein Galanusreif haben wir bekommen für unsere ganzen Galanuszweige. Ein Armreif, der aus Galanuszweigen gewoben wird. Gala Fleckmon freuen sich, wenn sie diesen anlegen dürfen. Und ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Fleckmon steht dieser Reif übrigens hervorragend. Ich flechte dir auch gerne noch einen, wenn du mir die nötigen Zweige bringst. Ich find's das wirklich lustig in dem Spiel, wenn man mit so einem... Oh, da ist ein Dick da. Dick da, Dick da, Dick da. Wenn man mit diesen Zweigen irgendwie, keine Ahnung, ein normales Fleckmon zu so einem Gala Fleckmon machen könnte. Das würde Sinn machen. Hier ist ein TM. Hitzekoller. Gute TM, wie ich finde. Macht dann aber auch Rückstoß-Damage. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen. Gibt es auch ein paar Wunschbrunnen oder wie auch immer die Dinge heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so wirklich drin in diesem Ding. Wer bist du eigentlich? Hallo, ich kam aus einer anderen Region und suche nach Pokémon aus Gala. Hast du vielleicht ein Gala Kurasan? Gegen ein normales Kurasan tauschen. Ah, sehr interessant. Das wissen wir dann auf jeden Fall auch schon mal. So, und tatsächlich müssen wir kein Level-Up oder irgendeinen Tausch oder so machen. Nö, das ist wie ein Entwicklungsstein. Ich gebe ihm das und er freut sich und Level-Up. Let's go. Geht ein bisschen selbst von mir, aber yeah, wir haben ein Galalamus Gift, Bro. Jetzt macht es auch viel mehr Sinn. Packt es die Zunge des festgebissenen Mushas, feuert dieses eine hochgiftige Flüssigkeit aus der Spitze seiner Spiralmuschel ab. Ja, Fleckmons werden immer gebissen und werden von Beta-Mushas. Und werden dadurch zu Lamus. Bei dem hier ist aber allerdings nicht am Schweif gebissen worden, sondern am Arm. Muschelwaffe wird es erlernen. Okay. Ist eine neue Attacke, wie mir scheint. Je nachdem, was höher ausfällt, richtet die Attacke entweder physischen oder Spezialschaden an. Oh, das sieht ja mega geil an. Sie wird eventuell vergiftet. Oh, das ist ja mega OP. 90 vor allem noch. Ich würde sagen, wir machen Psycho Plus weg. Ist keine Attacke, die mir gefällt. Machen wir weg. Ein neues Teammitglied ist auf jeden Fall hier geboren. Oh yeah. Und ja, das war's für diesen Anfang. Mehr wollte ich euch für den Anfang eigentlich nicht zeigen. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Wir haben jetzt fast 10 Minuten dafür verschwendet. Es tut mir leid dafür. Aber ich würde sagen, wir verschwenden noch mehr Minuten. Lol, was ist das denn? Oh Gott, nein, 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 will ich auch nicht. Ich will's auch nicht. Tschüss. Folgt es mich? Oh Gott, das ist schneller als ich. Weg hier? Geht das? Kann ich dem fliehen? Was ist das? Ein Tentara? Cool. Das ist immer noch hinter mir. Ich glaube, das ist immer noch hinter mir, oder? Oh Gott, da ist noch eins. Das sind, ich will nur zum Brocken. Ich will nur zum Brocken. Ja, das sind Tohaidos. Das High-Pokémon im Spiel. Oder allgemein in jedem Pokémon-Spiel ist es Hey Pokémon, ich bin dumm. Hat auch eine Vorentwicklung, Kanivan, ja. Auch ein cooles Pokémon. Hier glitzert was. Eine Genie-Feder, okay. So, ich will aber gucken, was das Violet da macht. Kann man das fangen? Oh Gott, da verfolgt mich noch so ein Tohaido. Das ist nervig. Da muss ich zugeben. Das ist echt nervig. Hier glitzert was, hier glitzert was. Da glitzert was. Ich will's haben. Ich will's haben. Eine Fliegenfeder, alles klar. Und was gibt's hier? Säckchen Sternstaub, Sonderbonbon und ein Dick da! Da, Dick! Nice, und hier gibt's noch ein Säckchen Pudersand, alles klar. So, komm, auf zu Wailord. Ich will wissen, was das Ding da macht. Kann ich das irgendwie fangen oder kann ich auf dem irgendwie spielen? Keine Ahnung. Ach, als ob mich das Ding jetzt immer noch verfolgt. Ja, Tohaidos sind in dem Spiel anscheinend sehr nervig. Also mich nerven sie gerade ein bisschen. So, hier müsste irgendwo ein Glitzer-Item sein. Ich weiß gerade nicht, wo ich das da bald kurz, bis das aufglitzert. Bitte? Oh Gott, nein. Okay, dann nicht. Doch, da war es. Aber ich kann nicht mehr zurück.
oder? Ne, ich kann nicht mehr zurück. Was macht denn das Violet hier? Ach, gegen das kann ich einfach kämpfen, oder wie? Alter, wie klein das im Kampf ist! Warum ist das im Kampf so klein? Oh Gott, das ist mickrig! Oh Gott, das ist Level 80. What? What? Das Ding ist Level 80? Greif's mal an. Okay. Warum ist das Ding Level 80? Warum ist es vor allem so klein? Auf der Overworld war es Originalgröße. Und jetzt ist es so klein. Das ist traurig mehr. Das ist traurig, yeah. Dö, dö, dö. Oh Gott. Bitte überlebt. Das bitte, ja. Ja, okay. Überleben wir easy, merke ich gerade. Gut. Ich glaube, noch ein Präzisionsschuss müsste reichen. Hoffentlich. Ich möchte nur genug schwächen. Ich möchte es noch nicht besiegen. Okay, noch einer. Und einer hat... Ey, als ob der jetzt Erholung macht. Was ist das für einer? Ich habe nicht zufällig irgendwas, was effektiv ist, oder? Nee. Doch, dieser Knosp. Aber es ist Level 27, das Ding ist Level 80. Das wird one-geätet. Ich muss eine Runde aussetzen. Nee, lohnt sich nicht. Oh Gott. Ein Weilord, Leute! In so einem Spiel? Ja. Also ich würde einfach mal versuchen zu fangen, ob das einfach ist oder ob das mega schwer wird. Und zwar ist es einfach hier. Ich meine, Weilord ist nicht selten. Hey, es funktioniert ganz gut. Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Mach die Folge ein bisschen schneller. Da können wir heute noch ein bisschen mehr sehen. Pony wird sich sogar jetzt entwickeln dadurch. Nice. Leute. Galaponita. Guck mal, wie süß es ist. Und jetzt wird es erwachsen. Oh. So sieht's aus. Galoppa. Viele mögen Gala Galoppa überhaupt nicht. Ich meine... Also wahrscheinlich wegen dem Gesicht oder so. Weil das sieht so ein bisschen seltsam aus. Aber es ist cool. Und vor allem auch stark. Es kriegt den Feen-Typ dazu. Vorher war es nur Psycho und jetzt ist Psycho-Fee. Ach, was ich by the way in der letzten Folge gesagt habe, das muss ich nochmal kurz... ich muss kurz dazu was sagen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass Knapfeltyp Drache ist. Und Schlaffeltyp Drache. Die sind alle Pflanze-Drache. Das heißt, wir haben zwei Pflanzen-Pokémon in unserem Team. Aber gut, in unserem Let's Play hatten wir zwei Psycho-Pokémon im Team. Also ist auch eigentlich egal. Wollte ich nur kurz erwähnen. Weil ich da nicht ganz was gesagt habe, was richtig ist. Warum kannst du auch Heilwoge? Ich möchte das nicht. Nur einer braucht Heilwoge machen. Oder gar nicht eigentlich. Ja, brauchst du eigentlich nicht. Finde ich. So, ja, Violet auch nochmal. Jo, passt. Jetzt, wo wir die Hälfte der Folge ein bisschen verschwendet haben, würde ich sagen, radeln wir doch jetzt endlich mal zurück. Ich meine, den Rest hier möchte ich jetzt noch nicht erkunden. Ich wollte mal nur anschauen, was das Violet hier macht. Hier ist eine Perle, hier gibt es noch einen Dick da. So. Und weil es jetzt ein bisschen zu lange dauert, fliegen wir da einfach schnell durch die Karte hin. Der geht nämlich so, zack, easy. Oho, willkommen zurück, Maike. Da ist die zweite Prüfung bestanden. Herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald von lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Dünapilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Nee. Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dünapilzen eine feine Dünersuppe. Alles klar. Und warum zoomt die Kamera auf meinen Arsch hin? Hey, was soll das? Hier oben ist mein Kopf. Sehr schön. Sie sind perfekt gekocht. Jetzt fehlen nur noch die Dünapilze, die du mitgebracht hast. Halt, einen Moment bitte. Saverio, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem.
mir ist es eben gelungen. Mir ist es ebenfalls gelungen, Dünerpilze ausfindig zu machen. Oh, gut gemacht, Saverio. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du der Zweite, der Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich habe es vollbracht. Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Du brauchst doch nicht zu weinen, Saverio. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Okay, was geht hier ab? Meister Enia, entschuldigt, aber ich habe zum ersten Mal eine egoistische Bitte vorzubringen. Könnten der Dünersuppe meine Dünerpilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass alle in den Genuss der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Ach, Saverio, dieser Wunsch ist leicht zu erfüllen. Auch wenn das keinesfalls eine erste egoistische Bitte war. Danke, vielen Dank. Es war nicht die erste Bitte, es war schon die, weiß ich nicht, wie vielte Bitte. Tut mir leid, Maike. Nimm es uns bitte nicht übel, dass wir Saverios Dünerpilze für die Dönersuppe benutzen. Aber Saverio ist selten so ernst bei der Sache. Die Geste scheint ihm sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dünerpilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh dir erstmal unsere Suppe an, die wird nämlich sehr lecker. Hört sie das? So, das Warten hat ein Ende. Das war ja sehr schnell. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master-Dojos, die Dönersuppe. Hab ich einen Knollkampf. Haut rein. Guten Appetit. Du hast die Dönersuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dünnersuppe bewirkt. Du spürst, wie aus deinem Inneren Dynamax-Energie aufsteigt. Das hättest du wohl gerne, was? Leider bewirkt sie nicht, wenn Menschen sie essen. Oh, ich wollte es gerade erwähnen. Schade. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamaximierung die Giga-Dynamaximierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünnersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine Zubereitung lassen. Wir haben 3 Stück, das heißt, wir können 3 unserer Teammitglieder, die es eigentlich hätten können, tun. Jetzt endlich es machen lassen können, tun. Aber ich werde es euch nicht zeigen, nur von den Talion. Nun lasst es mich noch einmal offiziell hinaus posaunen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und danke fürs leckere Essen. Danke für das leckere Essen. Amen. Was? Oh, Maike, schau später bitte mal in meinem Zimmer vorbei. Okay. Können wir machen. Wir können das jetzt noch nicht zufällig, oder? Ich glaube nicht. Da habe ich Silenbrim mit sich im Team, aber Pogosan kann auch noch. Hey, Maike, soll ich für deine Pokémon Dünnersuppe kochen? Ja, bitte. Ah, gut. Ja, Silenbrim. Wenn Silenbrim die Dünnersuppe so sich nimmt, wird es sich Giga dann nicht maximieren können. Ich werde also eine Dünnersuppe aus 3 Dünnerpilzen kochen, okay? Oh, okay, ja. Dann müssen wir 2-mal noch sammeln. Silenbrim kann sich nun Giga Dyna maximieren. Vielleicht können wir gleich nochmal Pilze finden. Wäre zumindest gut. So, Ponys erst Level 40 kann ich also noch nicht verwenden. Bisakloss erst recht nicht. Aber der Rest sollte gehen. Giftbro vor allem ist echt cool. Also ich weiß nicht, das ist einer meiner liebsten neuen Designs, könnte man sagen. Ich finde es einfach sehr cool, so vom Design her. Galafagman fand ich echt wack, aber das hier finde ich echt cool. Ist aber nur meine Meinung. Und ich möchte kurz meine Pokémon heilen. Und weiter geht's. Nanu, wurdest du einfach ebenfalls vom Meister bestellt? Ja. Was gibt's denn? Maike, Saverio, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meister, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht? Ja, nun, ich hab euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die 3 Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der finalen und der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Die letzte, finale, ultimative Nummer 3? Die finale? Die letzte? Die ultimative? Nummer 3?
Mit anderen Worten, die nächste Prüfung fällt bei ihnen an? Exakt. Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen uns ein Duell liefern? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Jedoch... Der Kampf wird auf dem Kampfplatz... Also, das sagt er. Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss schleunigst den Platz aufsuchen und den Kampf im Geiste durchgehen. Nun denn, ich gehe schon mal voraus. Nimm du dir derweil ein Beispiel an Fleckmann und lass dir Zeit mit deinen Vorbereitungen. Ja, ja. Spoiler, wir werden uns keine Zeit nehmen. Wir werden ihn zerstören. Saverio hat an und für sich schon Talent. Aber da er sich dessen bewusst ist, geht er alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Maike. Eure Rivalität scheint ihn dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. Ja, das stimmt schon. So, aber bevor wir kämpfen, möchte ich ganz kurz nachschauen. Oh Gott, bevor wir dahin gehen, wollte ich ganz kurz nachschauen, ob wir ein paar Pilze holen können. Weil ich hätte jetzt doch lieber Intellion gegeben. Aber da es jetzt für mich ein neuer Tag ist in Game, ups, sorry, müsste es eigentlich wieder da gespawnt sein, oder? Oder wie funktioniert das? Irgendwie ist ja gar nichts. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Weil ich möchte schon gerne noch ein paar Dünerpilze haben. Mindestens 3. Wir brauchen eigentlich 6. Oh, Tarnsteine ist eine sehr große Abfucker-Attacke, die man sehr oft benutzt. Deshalb ist das eigentlich ganz gut, die mal hier als Thema zu haben. Ich sehe einen Dicta. Lol. Hallo, Dicta. Dicta. Nice. Ein Dicta gibt es hier noch. Komm, das finden wir. Let's go. Das darf ja eigentlich nicht so schwer versteckt sein, ne? Müsste ja eigentlich hier irgendwo in der Nähe sofort sein. Hier. Dick. Alle Dick das hier gefunden. Yeah. Hier ist die Wüstensenke. Und hier ist noch ein Dick da. Leute, ich finde die einfach irgendwie so schnell immer. Dick da, Dick da. So. Karte. Oh. Soll ich hier hin? Maybe. Oder darf ich hin? Er gefragt, weil die Türme sind ja für später gedacht normalerweise. Oh, das ist ein Item, das ist ein Item. Ich will das Item. Wo ist das Item? War das nicht hier? Ich habe es doch gerade glitzern sehen. Das war doch hier oder nicht? Na egal. Ein Glattbrocken. Ah ja. Eine Sonderkonda. Okay. Na gut. Oh, hier ist, glitzert ganz viel irgendwie. Okay. Interessanter Ort, aber leider nicht das, was ich erwartet habe. Och, kacke, hätte ich vielleicht nicht den Prim auswählen sollen, oder? Oh, ein Feuerstein. Gott, jetzt bereue ich das irgendwie. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Gegenschlag. Ist okay in die Attacke. Kann man mal benutzen, aber... Oh, es gibt bessere... Dick da! Dick, dick! Kann auch sein, dass ich schon öfters ein paar Dick da übersehen habe. Hoffentlich schreit er mich dann für dich an. Dick, 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 dick! Aber gut, hier ist es ja eigentlich relativ einfach, die zu sehen, finde ich. Aber gut, hier gibt es keine Dönerpilze. Ich weiß nicht, wann die respawnen. Ich würde das halt schon gerne wissen. Aber momentan, scheinen die allgemein nicht zu respawnen. Normalerweise stehen die ja hier. Granitstein, aha. Aber gut, dann kommen wir einfach nochmal ein andermal wieder. Und ich werde euch auf jeden Fall Intellions Giga Dynamaximierung noch zeigen. Im Let's Play. Mal schauen. Ich glaube, ich werde euch irgendwann in einer ganzen Folge alle zeigen, die es gibt. Deshalb fliegen wir jetzt erstmal zurück. Und machen weiter. Beziehungsweise machen den Kampf. Wen lasse ich denn nach vorne?
Irgendwie habe ich Bock mit Giftbrawl anzufangen. Warte, der Gift-Pokémon. Nee, doch, der Psycho. Der Psycho. Hm, ja gut. Da habe ich jetzt nicht wirklich was, ne? Komm, machen wir einfach den Kampf jetzt. Oh, geh vom Brat weg. Ich habe jetzt einfach Bock, den Kampf zu machen. Habe halt leider keine Dönerpilze mehr. Ich dachte, man braucht nur einen, aber naja. Ist dann halt so. Ich werde es noch nachholen. Und wir fangen jetzt an mit dem Kampf. Du bist also erschienen. Nach meinem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen. Dies wird mir auf meinem Weg, Arenaleiter für Psyche-Pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen willst, wirst, der Sieg ist mir jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du bereit? Ja. Ja. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg! Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Wie ist das so schnell hingekommen? Mich Eisig das fragt? Schon ein bisschen weird. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Auf die Plätze? Fertig? Los! Und ab geht die Post! Pokémon-Trainer Saverio. Aber sein Theme ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Einer der wenigen guten Tracks im Spiel. Oh yeah, baby! Oh! Nun denn, lass uns einen eleganten Kampf umlegen, wie es sich für ein Großfinale üblich ist. Stell dich darauf ein, am seltsamen Gefühl unter deinen Füßen zu verzweifeln. Oh oh, Psycho fällt? Oder was ist das? Info. Psychofeld. Oh Gott. Ganz kurz gucken, ob wir noch. Ach, Schlapfel, stimmt. Schlapfel hat Erstauner. Ist eine sehr schwache Attacke, aber ey, es wäre was Effektives. Aber Italian hat Kehrtwende. Deshalb würde ich sagen, benutze ich das und dann rüber. Okay, da okay. So, Galapolita von ihm ist down. Oh weh, ist bei dir alles in Ordnung, mein elegantes Pokémon? Nö. Ha, meins hat sich schon entwickelt, aber gut, 20 Level über. Nice, Pisa-Knoss kriegt ein paar Level-Ups, vielleicht entwickelt sich das gleich auch noch. Kein Lockduft, das ist nicht nötig. Schlapfel! Hab ich noch nie benutzt. Ist Pflanze Drache. Fletiamo. Oh Gott, hat sich sein... Oh, es hat sich entwickelt. Warte, wer kann es eigentlich... Oh, Schlaffel könnte sich... Giga Dynamaxen, aber ich glaube, dafür muss es auch erstmal Suppe essen. Oh Gott, nö. Ich könnte es versuchen, aber... Ich versuche erstmal... Ich will erstmal gucken, wie viel Schaden Schauner macht. Es ist ja sehr effektiv gegen seine Pokémon. Oh, stimmt, Flug. Ach, bin ich blöd, ich bin Pflanze. Ha, diese sehr effektive Attacke war ein ziemlich eleganter Schachzug von mir, nicht wahr? Ach, komm jetzt mal. Bam. Okay, wir sind viel zu schwach. Habe ich mir schon gedacht. Gut, Inteleon, du darfst alles machen. Obwohl, Cremie darf auch irgendwas machen, oder? Naja, komm, Inteleon. Leider würde ich... Ich würde halt schon gerne Inteleon gerne die Suppe geben als erstes. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, erstmal Pokusan das zu geben, damit ich Pokusan aus dem Team tun kann. Aber keine Ahnung. So, Präzisionsschutz, und dann müsste down sein. Wir sind schon Level 73 mit Inteleon. Oh yeah. Inteleon wird auch noch länger im Team bleiben. Pokusan nicht mehr so lange. Das kann ich euch mal sagen. Schlaffe Level 61. Cremie Level 68. Und Bisaknoss Level 31. Und Bisaknoss muss Level 36 erreichen, damit sich entwickelt. Ein Kadabra. Entwickel es doch. Kannst doch gerne mit mir tauschen. Sollst du auf jeden Fall mal entwickeln, Mann.
Ist echt lächerlich. Was wird denn sein Giga-Dynamax-Pokémon? Ich wüsste es gerade wirklich nicht. Pony und Bisaknossen Level up. Nice. Das Schwert ist wieder verschwunden. Heißt, deine physischen Attacken sind nicht mehr gestärkt. Lamus. Moment, Lamus? Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als auf die wahre Stärke meiner Psychokräfte zu vertrauen. Moment, kann sich Gala Lamus etwa Giga Dynamax maximieren? Sorry. Das kann ich jetzt gerade nicht glauben, ne? Echt jetzt? Kann es das? Okay, vielleicht nicht, weil ich fange an. Normalerweise fängt er eigentlich an, oder? Na, egal. Zack. Leider noch kein Sniper. Aber mein Finger sollte trotzdem reichen. Naja. Macht das das Gleiche? Ja, macht er. Hm, okay. Wenn ich bis 3 gezählt habe, wird mein Pokéball gigantische Ausmaße annehmen. Aber hat das eine Giga-Dynamax-Form? Das würde mich jetzt wundern. Nö. Okay. Wir sind einfach nur größer beide. Okay. Aber Moment, das ist doch ein Gift-Pokémon. Warum hat das überhaupt ein Team? Die Vorentwicklung war Psycho, aber das? Na egal. Du gehst down. Was? Kein One-Shot? What? Okay, es regnet zumindest. Das heißt, nächste Runde ist ja 100 pro Down. Aber was macht der jetzt? Mit meinen unfassbaren Psychokräften stampfe ich dich in Grund und Boden. Ist das so? Dynakinese. Dieser Name. Dynakinese. Ja, macht aber tatsächlich Schaden. Krass. Wir überziehen gerade ein bisschen. Oh oh. Aber ist schon okay. Ich habe mich ja am Anfang des Parts ein bisschen dafür gelangweilt. Deshalb hier ein bisschen Spannung. Schnellschuss. Was hat er auf Anfang? Eine Wasserattacke? Überlebe ich das? Ja doch, ist eine Wasserattacke. Bin ich dumm. Natürlich überlebe ich das. Und du bist dumm, Baby. You are dead. I am dead. Wie es so zusammenfällt. Es ist auf den Boden gefallen. Okay, diese Klasse ist leider noch nicht entwickelt. Aber nächste Folge auf jeden Fall. Das war spaßig. Ja. Yeah. Ich mach. Ich wollte mir selbst einen Psy-Bann auferlegen. Was? Diese Knospe entwickelt sich? Okay, entweder ich bin gerade mega dumm und es entwickelt sich nicht auf Level 36, sondern 34. Oder die haben das geändert? Hä? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es doch sicher auf Level 36. Ist ja egal. Entwickel dich. Das war das Finale des Parts. Ein Bisaflor, was ich auch noch gegen dein mixen kann mit den Suppen. Oh Gott. Ich muss noch so viele Pilze farmen gehen. Mach ich offscreen. Blütenwirbel. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Das ist eine sehr gute Attacke. Wie ihr sehen könnt. Bararam, bararam. Ich würde aber. Sambomben. Ja, komm, mach Sambomben weg. Ich glaube, das ist nicht so gut im Vergleich zu das, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Komm, ich will jetzt nicht so lange überlegen, weil die Folge so lang ist. Machen wir weg. Und let's go. Also, let's bye. Wir haben eine Siegerin. Michael hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.